Um dieses Problem zu beheben, machen wir jetzt eine Mini-Änderung. Und zwar ändern wir die erste Bedingung bei den Skalarprodukten ab. Ich habe das jetzt hier S1' genannt, die geänderte Bedingung S1. Wir sagen jetzt, ja, wir können die beiden Einträge in unserem Skalarprodukt hier austauschen. Statt Skalarprodukt B mit A machen wir Skalarprodukt A mit B, aber dann kommt nicht das Gleiche raus, sondern es kommt das komplex Konjugierte raus. Das Skalarprodukt von zwei Vektoren ist jetzt im Allgemeinen eine komplexe Zahl. Und wenn wir also die Reihenfolge austauschen, kommt das komplex Konjugierte aus. Also überall, wo i's stehen, stehen jetzt minus i's. Und das behebt dann dieses Problem von hier gerade eben. Gucken wir uns das mal sogar gleich ein bisschen allgemeiner an. Sagen wir, wir haben einen Vektor a aus unserem Vektorraum und eine Zahl Lambda, eine komplexe Zahl im Allgemeinen. Und dann schauen wir uns das Skalarprodukt an von Lambda a mit sich selbst, also mit Lambda a. Jetzt kommt wieder die gleiche Rechnung wie gerade eben. Wir ziehen aus dem zweiten Faktor, Linearität im zweiten Faktor, das Lambda raus. Dann steht hier das Skalarprodukt Lambda a mit a. Und jetzt verwenden wir unsere neue Beziehung, das geänderte S1, also S1'. Das sagt jetzt, wir können hier die Reihenfolge umdrehen auf Kosten von einmal komplex konjugieren. Also jetzt haben wir das Skalarprodukt von a mit Lambda a, aber das, was da rauskommt, diese Zahl wird komplex konjugiert. So, und jetzt können wir wieder die Linearität im zweiten Argument nutzen. Das Lambda hier schreiben wir ab. Und jetzt ziehen wir aus dem Skalarprodukt ein Lambda raus. Dann ist gar keins mehr drin. Und das Ganze ist immer noch komplex konjugiert. Vielleicht zur Verdeutlichung schreibe ich hier mal Klammern drumherum. Also die Zahl Lambda mal das Skalarprodukt a mit sich selbst. Und das ganze Ding, das ist immer noch irgendwie eine Zahl, die muss komplex konjugiert werden. Wenn wir das jetzt machen, dann heißt es, komplex konjugierte von einem Produkt, das ist das Produkt der komplex konjugierten. Das heißt, wir haben Lambda quer mal Skalarprodukt von A mit sich selbst quer. So, und das ist jetzt schön, weil Lambda mal Lambda quer, das gibt gerade den Betrag von Lambda im Quadrat. Also Lambda Betragsquadrat. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine nicht negative reelle Zahl. Und jetzt drehen wir hier nochmal die Reihenfolge. Ah, das sieht hübsch aus hier. Die Reihenfolge hier drehen wir nochmal um. Aber das macht ja jetzt nichts mehr. Da kriegen wir nur den Balken hier oben weg dadurch. Durch die Beziehung S1'. Also nochmal. Schauen wir hier hin. Lambda Quadrat mal. Und jetzt steht hier das Skalarprodukt A mit A. Das heißt, wir haben hier nochmal S1' verwendet. Und speziell, wenn wir wirklich hier für das Lambda einfach ein i einsetzen, dann ziehen wir jetzt eben einmal einen Faktor i raus und hier ziehen wir einen Faktor minus i raus und dann steht hier i mal minus i eine 1 und wir haben nicht mehr dieses Problem von vorhin, dass hier plötzlich was negativ wird. Wir können auch gleich gucken, wenn wir jetzt aus so einem Skalarprodukt zu so einem Skalarprodukt die passende Norm einführen wollen, indem wir wieder sagen, die Norm ist die Wurzel aus dem Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst. Ja, was passiert dann? Wenn wir dann jetzt die Norm von, sagen wir mal, Lambda mal a ausrechnen, dann ist das ja die Wurzel aus dem Skalarprodukt von Lambda a mit sich selbst. Und das haben wir gerade eben ausgerechnet. Bis auf die Wurzel steht es noch hier oben. Das heißt, das können wir direkt hinschreiben. Das ist Lambda-Betrag. Ich hier die Wurzel draus ziehe aus dem Lambda-Betragsquadrat und dann noch die Wurzel aus Skalarprodukt von a mit sich selbst. Ja, und Skalarprodukt von a mit sich selbst, das ist die Norm von a. Also steht hier Lambda-Betrag mal die Norm von a. Das heißt, jetzt gilt wieder wunderschön, wenn wir ein Vielfaches eines Vektors, das Lambda-fache, hier reinstecken und davon die Norm ausrechnen, dann ändert sich die Norm gerade um den Faktor Betrag von Lambda, ein reeller, nicht negativer Faktor.